cool. So, als nächstes kommen wir zu Lunae mit dem Song Toxisch. Und das sieht hier jetzt schon, wow. Ich bin gespannt. Also sieht nach einem anspruchsvollen Video aus. Yo! Anik. Ah, ja, okay, das ist das. Ja, okay, okay. Alter, wie krass! Guck mit den Erinnerungen zu, häng die Bilder ab und werf sie in die Glut. Bro, was? Digga, wie krass! Sind das für Aufladen, Digga? Geisteskrank, Bro. Merk nach jedem Atemzug, es geht mir schlecht, aber mir ging es schon lang nicht mehr so gut. Trag wieder schwarzen Mascara, spar dir dein Gelaber. Ruf mich nicht an, denn das mit uns war mal immer nur Blabla, immer nur Drama. Du kennst nicht mal dich selbst. Tausende Worte, die du nicht hältst. Boah. Sag mir, hast du... Boah, das kommt ja richtig episch, Digga, mit diesem Chor, Bruder, und so. Geisteskrank, Bro. Crazy. Ich finde auch so, die Stimme kommt sehr, sehr clean rüber. Mhm. Ne, ich finde das Mixmaster brutal. Aber auch das Video. Ja, Max. Ich will gar nicht wissen, wie teuer und wie aufwendig das waren. Diese einzelnen Details, weißt du. Da muss ja alles passen. Ja. Alles, jede Bewegung. Immer um mich gekämpft. Frag nicht mehr, wie es mir geht. Es gibt kein Wiedersehen. Denn dafür ist es jetzt zu spät. Fick nicht mein Kopf, es ist vorbei, du hast dir nichts mehr zu verlieren. Sag, wie toxisch muss man Yo, sein, Bruder. Du nicht checkst, es liegt an dir, lauf seit einer Ewigkeit, doch sterben keine Tränen mehr in mir. Oh, oh. Von den Songs, die wir heute gehört haben, der beste für mich. Ja, gehört, ja, 100% gehört ganz oben dazu, Bruder. Boah, Lühn, der Song ist mega bisher. Ja, du wirst es nie kapieren, Gott sei Dank bist du weit. Was? Das hast du gesagt bei einem Frauensong? Ja, voila. Chiii! Wow! So ein Ding sogar. Bleib weg von mir, keiner hat mich je nach dir gefragt. Sag, wann begreifst du, dass wir zu zweit nur verlieren? Bin sicher nicht die Erste, die das sagt. Werd dich nie wieder anflehen, nie wieder wachst du auf und ich lieg noch da. Ja, ich glaub, du bist ein Psychopath, denn du kennst nicht mal dich selbst. Boah. Ich finde das richtig krass, Bruder. Ich finde auch die Mello ist so geil, Bruder. Und dann hörst du so, wow, Bruder, hörst du das so im Background? Richtig cool, Bruder, die kleinen Details. Der Song, der spricht einen irgendwie voll an. Ja, das zieht dich in so einen Film, Bruder. Ja. Stark. Wow. Boah, diese Stimmlage. So. Hammer. Hammer. Mein Kopf, es ist vorbei, du hast dir nichts mehr zu verlieren. Sag, wie toxisch muss man sein, dass du nicht checkst, das liegt an dir. Lauf seit einer Ewigkeit, doch sterben keine Tränen mehr in mir. Oh, oh. Wow, krasse Aufnahme. Oh, oh. Fick nicht mein Kopf, es ist vorbei, du. Weißt du, was den Song noch besonderer macht? Was haben wir vor kurzem noch besprochen? So bei den Musikvideos. So, die Musikvideos werden immer mehr 0815. Ja, ja. Weißt du, du stehst in einem Song, du bewegst dich nur ganz normal, fertig. Aber hier, Bro, hast du eine kleine Story. Mhm. Du bist in einem Schloss, du bist dementsprechend angezogen, du hast ein Chor dahinter, es fliegen die Blätter, du hast ein Kleid. Das sind so einzelne Videodetails, die sind krass, die sprechen dich an. Aber die Musikvideos werden immer mehr zu Kamera an, du bewegst dich ein bisschen. Weißt du, warum? Bewegst dich an der nächsten Location, fertig. Weißt du, warum? Musikvideos auf YouTube ziehen nicht mehr. Ja. Ganz einfach. Ja. Musikvideos auf YouTube bringen Aufwand einfach lohnt sich nichts mehr. Das lohnt sich nicht mehr, Bruder. Mhm. Es lohnt sich nicht mehr, 10.000, 20.000, 30.000 Euro Musikvideos zu drehen, weil, guck mal, dieses Video ist geisteskrank. Mhm. Weil er geisteskrank, ne? Aber guck mal von den Zahlen her. Wisst ihr, was ich meine? Was? Ja, nee, das müsste 200k haben oder was auch immer. Deswegen, weißt du, Musikvideos auf YouTube lohnen sich einfach nicht mehr. Es lohnt sich viel mehr, dieses Geld in Promo zu stecken auf TikTok, ne? Und dann werden die Songs gestreamt wenigstens. Mhm. Diese YouTube-Musikvideos sind heutzutage nur noch ein Mittel zum Zweck. Mhm. Es geht nur noch darum, einfach nur zu zeigen, ey, mein Song ist draußen. Und am besten macht ihr dazu noch so ein Video, was nicht zu teuer ist. Weißt du, Hauptsache ein Video, um den Song zu promoten. Ja, weil safe. Die Leute sind daran gewöhnt, dass jeden Donnerstag 23.59 Songs kommt mit Musikvideo. Der Markt ist auch überfüllt. So. Ne, das hat nichts mit Markt überfüllt zu tun, sondern einfach nur das hat sich verändert. So. Ist auch, weißt du? Ich weiß. Weißt du, die Leute
ich halt nicht mehr auf YouTube, sondern eher auf TikTok. Weißt so, du? Richtig. So. Ja, deswegen, also Musikvideos auf YouTube lohnen sich nicht mehr und sind nur noch ein Werbemittel dafür, dass der Song jetzt draußen ist, so ja, quasi. So, deswegen werden die Musikvideos auch immer schlechter, ja, weil die Leute immer weniger Geld da rein investieren, weil die einfach den Sinn dahinter nicht mehr sehen, was ja verständlich ist. So, ja, es ist viel sinnvoller, dieses Geld in TikTok-Promo oder in andere Promo zu investieren, dadurch dann Streams zu generieren. Ja, ja, 100%. Du hast recht. Du hast dir nichts mehr zu verlieren. Sag, wie toxisch muss man sein, dass du nicht checkst. Wow. Oh, der Pizza auch. Walla, ey! Weißt du, was das für Vibes mir gibt? Einfach türkische Disse, Bruder! Ja, ich glaube, das ist auch gesampelt von irgendeinem Dings. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich wollte, deswegen, das kommt ja, ja, so, deswegen. Also diese Stelle. Ja, ja, 100%, ja, ja, das muss auch. Krass. Sehr krass. Wow, Bruder. Wow, Bruder. So leitet man eine Tour ein, mein Bruder. Wow. Überkrass.